Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer weiteren Folge von Hong Reacts, alte Zeiten. Ihr könnt es hier schon sehen, Dimi, der überraschenderweise gestern wieder am Start war für den Zapdos Day. Checkt das Video auch nochmal ab, aber legen wir gleich mal los. Natürlich mit dem Pokémon-Song am Anfang, damals. Ihr könnt sehen, da stand's, Bordeauxplatz, da gehen wir hin. Früher Bordeauxplatz, der Hotspot in München. Damit beginnt unsere nächste Folge. Oh! Das ist Pokémon Amteres. Wir sind wieder mal auf dem Weg zu diesem Bordeauxplatz. Zu diesem Bordeauxplatz. Aber erstmal machen wir noch eine Arena, bin ich schon mit meinem Tor. Ja, da seht ihr es. So. Also die Folge heißt. Moment, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Also die Folge heißt, lohnt es sich für Magma zu laufen? Und offensichtlich, nein. Aber damals waren die Pokémon halt viel, viel seltener. Es gab kein Magma-Nest, weil jetzt gibt es ja Magma im Nestern. Du musst halt. Oh mein Gott, es fängt an. Die Leute laufen. Wegen einem Magma laufen alle. Seht ihr es? Eine Magma! Schauen wir mal, ob wir irgendjemanden erkennen. Alter, wegen einem Magma. Zu krass. Ich meine, Magma war früher ein 10 Kilometer Pokémon, also aus dem 10 Kilometer Ei kam, ja? Da ist er. Übrigens, dazu wollte ich irgendwann mal auch noch ein Video machen. Ihr sehen könnt, alle sind dahin gelaufen. Hat sich einer gefragt, woher wir wussten, dass das Magma dort ist? Ja, offensichtlich durch Maps. Und jetzt, also früher, aber wie gesagt, ich mache darüber noch ein Video. Früher war es so selbstverständlich, keiner hat gehatet gegen Maps. Und jetzt ab so Gen 3 hat hat das Rumgeheul angefangen zu X-Maps. Aber wie gesagt, am Anfang völlig selbstverständlich. Dementsprechend habe ich immer mit Maps gespielt und mir ist gar nicht aufgefallen oder habe nie daran gedacht, dass irgendwas nicht korrektes wäre. Bis halt das Ungeheule in den Kommentaren angefangen hat, aber seht's, kein Juckt's, Mann. Bam, unser erstes Magma. Wuhu! Bereit für Magbrand. Oh, GG's. Wieder weg von der Menge. Alter. Wie stark? Warte. Oh nein, nein. Wie gut ist die Attacke? Ja. Ich kann mal lernen, dass du gut bist. Ich bin nicht mitgegangen. Er hat in der Folge davor ja ein Magma gebrütet. Ja, die Stelle hätte ich wegschneiden können. Ja, ist nicht so cool. Egal, was eins. Ist genau so scheiße wie meins. Was ich geschnitten habe. Genau der gleiche Text. Was ging hier so? Ein Körper. Ein Körper, oder? Ja, immer noch eine Menge Spieler am Start. Sah gut aus damals. Sah gut aus. Wie geht's ab mit den Kappadors? Kappadors? Team Geld kann sich bald ein Körados leisten. Kappadoren angeht, aber okay. Die Blau sowieso, Standard. Ja, da hatte ich noch kein Körados. Ich habe da nicht so oft gesuchtet dort. Also ich habe am Anfang eh nicht gesuchtet. Aber wer dort am Bordeauxplatz viel gespielt hat, der hat echt eine Menge Kappador. Und Garados und Gratini. Das lag echt an diesem kleinen Brunnen, dass da so viele Wasser-Pokémon kamen. Ne, 2000 irgendwas, 2022.
zweimal. Heute weniger los auf jeden Fall, wegen dem Regen. Aber Lochmodule immer noch alle an. Ja, die waren immer an. Gefangen, Galaxo verpasst. Oh, Galaxo verpasst, ja, Mann. Und zwar knapp, ein paar Minuten. Guten Abschluss. Kurz bevor wir gekommen sind. Guten Abschluss, bevor wir gehen. Ja, wieso ist es bei mir im Spiel dunkel? Kurz bevor wir gekommen sind, war da ein Galaxo. Ich glaube aus dem Modul, aber. Gehen wir Statine müssen wir auf jeden Fall erwischen. Oder irgendwo in der Nähe. Weil wir damals viel gelernt haben. Erstmal eine Bede. Ja. Und dann gleich direkt im Überball. Natürlich Überball. Ne? So ist es. So fängt man hin. Easy. Ah. Ja, das denn. Und wir können auch gleich schauen, was für Werte der hat. Das können wir, ja. Was passiert hier sonst noch so? 96 Bonbons. Das Drago war das nächste ist nicht weit. Das stimmt, ja. Ja, es ist nicht so toll, das kann man gleich als Bonbon-Futter reinschicken. Oder aufbewahrt für ein Doppel-Bonbon-Event. Aber ja, das konnte man damals natürlich nicht wissen. Aber das war. Wir sehen können. Noch ein Kapodon. Yay, noch ein Kapodon. Noch eins. Und wird dann noch eins. Noch eins. Ja. Vielleicht ist echt Kapodon da nicht gut. Also, ich glaube, wenn wir mit 5 Minuten länger als halb bleiben, dann könntest du dann noch das Garabus machen. Ja, ich bräuchte dann nur noch 3 Stück. Schauen wir mal, bleiben wir so lange? Ich kann mich gar nicht erinnern. Entwickelt Demi noch ein Garados oder nicht? Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte ich Garados irgendwie im Titel gehabt. Ah, da ist ja noch einer. Nur noch 2. Mehr Kapodos in der Schiene. Wir fehlen noch 2 Kapodos. Oh. Hast du da noch? Hast du auch eins, das du entwickeln willst? Oh, ich hab eins mit 180. Puh, 180 ist nicht schlecht. 180 schon. Jetzt hat gute Emotes. Das ist halt jetzt nur glücksabhängig. Schaut, wie glücklich er ist. Das ist halt leider glücklich. Schaut sein Gesicht an. 180 Kapodos, gute IV. Ah, da ist er. Einer fehlt nur. Und da kommt ja doch ein Garados hier in der Folge. Interessant. Interessant. Ja, 99. Buddy-System gibt's noch nicht damals. Kann ich jetzt einfach schnell einen Kilometer laufen. Sondern man muss auch nicht. Achso, er kann ja einfach schicken. Ja. Ich kann es wegschmeißen. Ich kann das wegschmeißen. Check doch erstmal. Check doch erstmal! Mein Gott. Check doch erstmal. Ich entwickle das jetzt. Das hat genau 400. Okay. Action! Dank Dimi. Schaut doch an Dimi. Will wahrscheinlich, glaube ich, bis Hydro-Pumpe. Also auf jeden Fall nicht Windhose. Das war damals die Line der Attacke für Garados. So, schauen wir mal. 180er Kapodon. So 1,80 knapp 1,9. Oh. Oh mein Gott, bis in Windhose. Also. Oh mein Gott. Also. Seht ihr die Line in seinem Gesicht? Mit dem schlechtesten Setup. Aber. Oh Mann. Wir haben es festgestellt,
dass dieses Setup gut zu verteidigen ist. Ja. Ja. Man kann es sich gut sehen, aber ja. Nicht, ist nicht, aber ich kann es in der Regel. Das ist das Gute. Aber mich überrascht, dass er ziemlich low ist. Ich glaube, das liegt am Level. Also am Trainerlevel von Dimi, weil wenn man 180 Kappa da entwickelt, müsste der eigentlich viel, viel höher werden als 1800 irgendwas. Geflogen. Oh, mir ist Ammonit das geflogen. Meine Waage ist 7 und ist geflogen. Ich meine, es ist aggressiv, aber ich gebe trotzdem. Und übrigens, ihr habt mich bisher immer noch nicht gesehen. Oh auf diesem Gott. Channel. Ich bin immer noch mysteriös und geheim. Da gehen wir nur Bede, Mann. Und dann bitte bald. Okay, wenigstens bin ich hier. Amoroso, ich hätte damals gewusst, dass Amoroso ein krasses Moveset bekommt, oder hat, das dann später nicht mehr erhältlich ist. Dann nur noch zwei Amoniter, das eigentlich war. Ja gut, wir können gehen. Oh. So ist die Grafik so schlecht geworden. Warte mal. So. Wechseln wir wieder auf 1080. Ich bin nach Hause weg. Noch ein Kapital erschienen. Okay, mein... Nochmal. Ja, okay, jetzt hat. Ja, es dauert immer eine Weile, sammeln, bis ich es an die neue Auflösung gewöhnt hat. Alter, stimmt, schau das mal an. Schau mal, das ist ein ganz kleiner Kapital dort. Ja, einfach. Fehler, geh mal drauf. Ja, geht das nicht. Ist halt der bei uns hat gespielt. Wir sind immer noch auf dem Nachhauseweg und haben ein wildes Stami getroffen. Oh. Ein sehr aggressives. Stami, ja, ganz cool, aber nein. Okay, Mann, das ist. Also, ich habe jetzt vier fabelhafte Bälle, vier großartige Bälle geworfen, einmal einfach fabelhaft. Und es hat sich immer befreit. Endlich. Okay, es bleibt drin. Ich hatte. Es hat 1-1-42. Stami, naja. Aber Haken sind gut, finde ich. Haken hat gerade Psychokinese. Ja. Akku-Kanalysen-Pumpe, wäre es gewesen. HP? Ja, von den IVs ist es nicht so toll. Ah, hörst du? Mein Gott. Kann man benutzen. Genau. Und wisst ihr auch wofür? Für das alte Arena-System. Zum Hochpushen. Und jetzt denkt man nicht mal an sowas. Jetzt geht so ein Müll einfach direkt weg. Und damals hatte sowas echt noch Nutzen. Man musste echt nachdenken. Hey, wie viel WP brauche ich? Welche Attacken? Welches Pokémon? All dies, das so viele Faktoren fürs Trainieren. Also wie gesagt, das alte Arena-System damals so viel besser. Guter Abschluss für diese Folge. Stami, kein guter Abschluss. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Genau. Was? Es geht weiter, wir sind wieder da. Oha, okay. Wir sind in falsche Richtung gegangen. Oh mein Gott. Ich bin so verwirrt. Jetzt gehen wir mal kurz und durch. Aber wir sind in die falsche Richtung gegangen, toll. Wer weiß. Noch ein Carpador. Alter, noch ein Carpador. Das ist immer gut. Sie wissen, im Wasser entlangen. Ja, da ist die Musik, das war's. Outro von Dimi wahrscheinlich, oder? Hey, ja. So, das war's von dieser Folge. Überraschenderweise hat Dimi ein Gyarados entwickelt und ich hab's nicht in den Titel getan. Aber Magma war das Highlight des Videos. Zu krass. Ansonsten war's das eigentlich auch schon wieder. Mit dieser Folge, keine Angst Leute, die Folgen werden besser. Offensichtlich, weil sonst hätten wir jetzt nicht fast die 20.000. Trotzdem, checkt die alten Videos ab. Da sind ein paar Sachen dabei, die sind echt super mega lustig. Und auch interessant, so zurückzublicken. Wie zum Beispiel jetzt das Magma, wie viele Leute dafür gelaufen sind. Aber ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
Neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.